Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem Mac auf ein Android-Handy zugreifen könnt, also dort Dateien draufladen könnt oder auch Dateien runterziehen könnt. Dazu benötigt ihr eine Software. Hier könnt ihr euch von android.com herunterladen. Der genaue Link ist natürlich nochmal in der Beschreibung. Ihr geht hier auf Download Now und ladet euch diese Software herunter, installiert es ganz normal. So, bevor ihr jetzt aber starten könnt, müsst ihr auch auf dem Android-Handy noch eine Einstellung treffen. Das zeige ich euch jetzt mal, was ihr da genau ändern müsst. So, jetzt hier auf dem Android-Handy müssen wir in die Einstellungen. Und dann ganz nach unten scrollen zu Telefoninfo. Das kann bei euch eventuell auch anders heißen. Dort geht ihr rein. Und jetzt geht ihr bei Softwareinformationen auf Bildnummer. Ganz wichtig ist, es muss Bildnummer sein. Und klickt da mehrmals drauf, bis ihr Entwickler seid. Hier unten steht auch, wie viele Schritte es noch sind. Da muss ich das Muster kurz bestätigen. Und jetzt steht der Entwicklermodus wurde aktiviert. Jetzt kann ich zurückgehen. Nochmal zurück. Und habe jetzt hier unten Entwickleroptionen. Diese benötige ich. Ich gehe jetzt in Entwickleroptionen hier einfach zu USB-Debugging und aktiviere das. Okay. Und das muss aktiviert sein, damit euer Mac auch wirklich auf das Android-Handy zugreifen kann. Und dann können wir auch hier schon wieder zurückgehen. Und dann müsst ihr eigentlich nichts mehr tun, außer das Handy anzuschließen an den PC. Das mache ich jetzt mal hier. Und dann müsst ihr das Ganze natürlich noch entsperren, damit der Zugriff erlaubt wird. Und dann steht der Zugriff auf Telefondaten erlauben. Da ist so ein Fenster und da klicke ich auf Zulassen. Und jetzt sollte das Ganze auch schon funktionieren. Hier steht kein Zugriff auf Gerätespeicher. Aber das Ganze sollte sich dann jetzt ändern. Das Ganze hat sich auch schon geändert, denn auf dem zweiten Monitor hat sich ein Fenster geöffnet mit den Dateien meines Handys. Und ich kann jetzt hier auf die Dateien zugreifen, hier auf das Handy an sich und auf die Karte, auf die SD-Karte. Und jetzt kann ich hier Dateien runterziehen, zum Beispiel hier auf meinen Schreibtisch und sie halt auch wieder reinziehen. Habe ich zum Beispiel hier die Datei auf meinem PC. Und andersrum geht es natürlich auch. Das war es jetzt von diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo. Und euch sagen, ciao Leute, haut rein.